Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Diesmal haben wir ein Untergrundlockerer mit Flugfunktion von Race On 6 Meter, Race On glaube ich. Eine Arbeitsbreite von 6 Meter kostet 8000 Euro in der Anschaffung und 408 im Leasing. Die Arbeitsgeschwindigkeit beträgt 20 km/h, Arbeitsbreite von 6 Meter, benötigte Leistung 180 PS. Wir haben keinen Config-Block, aber wir haben einen Fahrblock. Das heißt, wir können uns in ein Class lackieren oder in Deutz Grün, in John Deere Grün, Fendt Grün, also kreativen der Kreativität freien Lauf, was ihr euch da für eine Farbe macht. Ist erhältlich für PC, Mac, PS4 und XP1. Von dem Autor Rowley Christie 1 VSR Modding Sur. Vielen Dank dafür. Ich würde sagen, wir mieten uns das mal, gucken uns den mal an und gucken uns auch an, was er kann. Also, die Schrift ist auch wunderbar zu erkennen, kein Pixel oder was auch immer. Ist schön erkennen. Wir haben zwei Warntafeln. Die Zinken sind auch recht stabil gemacht. Also das sind mal ordentliche dicke Zinken. Wir haben zwei Stützen. Zwei Stützen, dass er uns nicht umfällt. Auch die Schrauben alle wunderbar zu erkennen. Die Stempel, Schläuche. Gucken wir gleich, ob die auch angeschlossen werden. Schöne, die Kugeln sind erkennbar. Ich würde sagen, wir koppeln uns den mal hinter. So. Also, die Hydraulikanschlüsse sind angeschlossen. Das funktioniert. Jetzt klappen wir den mal zusammen und fahren mal aufs Feld. Das ist auch schön gemacht. Die Warntafeln drehen sich. Also so, wenn der ausgeklappt ist, wenn er eingeklappt ist, drehen die sich. Das ist schön gemacht. Die Stützen, okay. Ist ein bisschen arg breit, finde ich. Aber ich glaube, das könnte funktionieren. Dieses Gerät ist unter Kategorie Pflüge zu finden. Oder muss man aber schon. Okay, es passt aber. So, auf dem Feld angekommen. Taste X drücken. Taste V und schon sieht man, dass die Flugtextur da ist. Auch schön Animationen der Zinken. Man sieht, wie die Erde aufgewühlt wird. Wie gesagt, man hat eine ordentliche Arbeitsgeschwindigkeit. Das heißt, man schafft auch ein bisschen was am Tag. Weil schön ist, fahren wir noch eine Spur zurück. Also das ist, denke ich mal, für kleine bis mittlere Felder gut geeignet. Das ist nicht schlecht.
Bauen wir hier mal ab. Können noch Taste V drücken. Abhängen. Die Stützen gehen nach unten. Alles wunderbar. Man sieht hier auch schön die Schrauben, die Muttern. Schön ausgearbeitet. Die Lok sagt fehlerfrei. Also feuerfrei fürs Unterladen. Sehr, sehr schön gemacht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gern einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich wie immer sehr freuen. Und um keiner meiner weiteren Videos zu verpassen, auch gerne die Glocke aktivieren, die euch Bescheid sagt, wenn ich ein neues Video hochlade. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis dahin, euer Manuel.